klarer Fall. Er ist die Nummer 1. The one and only. Aber was ist selbst der größte Boss der Welt ohne seine Mitarbeiter? Die Priester und Diakone, die ungezählten Ehrenamtler, Gemeinde- und Pastoralreferenten, überhaupt alle Laienmitarbeiter, die Bischöfe und Erzbischöfe natürlich. Vor allem aber diese hier, die Kardinäle, seine engsten Mitarbeiter. Ein erlesener Kreis. Jeder Einzelne ganz persönlich vom Papst berufen, auf Lebenszeit. Die Kardinäle bilden die nach dem Papst absolut höchste Leitungsebene in der katholischen Kirche. Und wie wird man so ein Top-Dog? Die Priesterweihe muss man haben, in aller Regel sogar Bischof sein. Auch vorbildlich in Glaube, Sitte und Frömmigkeit. Und richtig schlau. Auch Verwaltung können und zahlen. Schließlich müssen die Kardinäle den Papst bei der Leitung der Kirche unterstützen. Heißt Verantwortung weltweit. Ein Teil der Kardinäle macht das von Rom aus. Sie arbeiten in der päpstlichen Verwaltung, der Kurie. In einem der vielen Dikasterien. In den wichtigen Sekretariaten. Eine der Kongregationen. An den wichtigen kirchlichen Gerichten. Oder in einer der vielen Kommissionen, Räte, Ämter, Delegationen, Institutionen, Komitees, Präfekturen, Akademien, Kammern, Stiftungen. Verwaltung eben. Übrigens auch der Aufgaben, die der Vatikan als souveräner Staat hat. Die anderen Kardinäle machen Homeoffice. Sie bleiben also in ihrem Bistum und erledigen von dort einen Großteil ihres Kardinalsjobs. Auch dadurch wird gewährleistet, dass in wegweisenden Leitungsentscheidungen die Erfahrungen aus allen Kulturräumen der Welt einfließen. Allerdings ist das noch nicht besonders lange so. Und auch heute noch sind die Weltregionen sehr unterschiedlich repräsentiert. Über die Hälfte der Kardinäle kommt aus Europa. Die meisten davon sind Italiener. Jeder siebte stammt aus Lateinamerika. Aus Nordamerika jeder zehnte. Ebenso viele aus Asien. Die letzten 10% schließlich kommen aus Afrika und Ozeanien. Alle zusammen bilden sie das Kardinalskollegium. Eine starke Truppe. Auch mit klarer Hierarchie. Genau 3 verschiedene Kardinalsklassen gibt es. Den höchsten Rang hat die kleinste Gruppe. Die Kardinalbischöfe. Ein Elferrat, der einige der wichtigsten Aufgaben zu bewältigen hat. Und sich genau genommen wiederum aus 2 Gruppen zusammensetzt. 4 nämlich sind die Patriarchen. Also die Oberhäupter der orientalischen Kirchen, die sich mit Rom verbunden wissen und auch den Vorrang des Papstes anerkennen. Die anderen 7 sind römisch-katholische Bischöfe oder Erzbischöfe. Die Bischöfe, deren Bistümer nahe bei Rom lagen, waren früher, ohne Internet und Telefon, ganz automatisch die wichtigsten Berater des Papstes. Mit der Berufung wird darum jedem Kardinalbischof eines dieser Bistümer als sogenannte Titelkirche übertragen. Eine Art Schirmherrschaft von hohem symbolischen Wert, aber ohne tatsächliche Leitungsverantwortung für dieses Bistum. Chef dieser Gruppe ist der Kardinaldekan. Die mittlere Hierarchiestufe ist die größte. In der Regel auch alles Bischöfe oder Erzbischöfe. Gleichwohl werden sie Kardinalpriester genannt. Der älteste unter ihnen, sozusagen der Alterspräsident, ist der Kardinalprotopriester. Auch sie haben eine Titelkirche, eine Pfarrei direkt in Rom. Wer keine Pfarrei zur Titelkirche hat, sondern Schirmherr einer der römischen Diakoniestationen ist, der gehörte vorher mindestens 10 Jahre der dritten Hierarchiestufe an, der Gruppe der Kardinaldiakone. Deren Titelkirchen nämlich sind im alten Rom ursprünglich eine Art kirchlicher Sozialstationen gewesen. Sind die Kardinaldiakone also irgendwie weniger wichtig als die anderen Kardinäle? Nee. Überhaupt nicht. Das kann man auch daran erkennen, dass der dienstälteste Kardinaldiakon eine der herausragendsten Rollen innehat, die es in der katholischen Kirche überhaupt gibt. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papa. Wir haben einen neuen Papst.
Wenn der Kardinal Protodiakon als Sprecher des Kollegiums das auf dem Petersplatz verkünden kann, dann haben die Kardinäle soeben ihre allerwichtigste Aufgabe erfolgreich erledigt. Sie haben einen neuen Papst gewählt. Die Kardinäle und ihr Papst. Das ist eine ganz enge Verbindung. Ihm verpflichten sie sich zu unbedingter Treue und koste es ihr eigenes Leben. Darum auch wird die Kleidung der Kardinäle, obwohl man sie oft als Purpurträger bezeichnet, von einem leuchtenden Rot dominiert. Rot wie das Blut der Märtyrer, die für den Glauben gestorben sind.